Nahostexperten Michael Lüders. Herzlich willkommen auch Ihnen. Und Herr Lüders, Sie sind ein ganz intimer Kenner auch der Region. Was wir im Moment haben, ist einen Verdächtigen, von dem wir noch nicht wissen, ob er am Steuer dieses LKWs tatsächlich gesessen hat. Und ein Bekennerschreiben, was auch immer, eine Bekennernachricht des sogenannten Islamischen Staates. Wie glaubwürdig ist das? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu ermessen. Aber nach allem, was wir jetzt gerade gehört haben, und nach allem, was wir wissen über ihn, muss man ja wohl davon ausgehen, dass es sich bei dieser Person erstens um eine hochgradig kriminelle Person handelt und zweitens um eine hochgradig psychisch gestörte Person, die sich sozusagen die Wirklichkeit untertan macht auf der Grundlage von Gewalt, Allmachtsfantasien ausleben möchte und dergleichen mehr. Wenn er sich dann aus einer solchen psychischen Disposition heraus einer islamistischen Gruppierung zuwendet, um noch einmal diese Allmachtsgefühle zu steigern, dann kann man jetzt natürlich lange darüber spekulieren, wo ist jetzt der Zusammenhang, was war zuerst da? War er jetzt zuerst der islamistische Terrorist oder erst die psychopathisch gestörte Persönlichkeit? Mhm. Mein Eindruck ist, dass erst die Psychopathologie da war, dann der Islamismus als Rechtfertigung vielleicht auch vor sich selbst. Und der Islamische Staat hat natürlich seine Freude an solchen Tätern. Man reklamiert dann eine solche Tat für sich, ob das nun tatsächlich eine Verbindung gab oder nicht, wird sich zeigen. Das bedeutet natürlich für den Islamischen Staat, dass er einmal mehr seine beiden Buchstaben IS weltweit in die Schlagzeilen bringt, ohne dass er möglicherweise viel dafür geleistet hat. Es ist also, wenn man so will, dramaturgisch gesehen eine Verkettung von geradezu tragischen Absurditäten, ideologisch aufgeladen und das Ganze angesiedelt im Kräftefeld zwischen Islamismus, der ganzen innenpolitischen Debatte hierzulande, die wir haben, die natürlich auch durch diesen Fall noch einmal ganz mächtig beflügelt werden wird in den nächsten Wochen. Was leisten wir uns eigentlich mit Blick auf so viele, die gekommen sind, von denen wir teilweise gar nicht wissen, woher sie kommen, was sie für eine Biografie haben. Und das wird natürlich ganz massiv noch einmal die hiesige Debatte beflügeln. Also uns stehen sicherlich sehr wechselvolle Wochen bevor. Das ist auch eine ganz schwierige Debatte, die da jetzt teilweise auch im Gang ist. Deswegen betone ich das auch immer wieder, dass dieser Mann ein Verdächtiger ist. Und die Frage, wer da wirklich am Steuer gesessen hat, ist ja noch nicht mal ansatzweise und abschließend geklärt, wenn wir gleich noch ausführlicher darüber reden. Trotzdem, wenn man das IS-Magazin, ja mein eigenes Magazin offenbar, das man herausgibt, da scheint es ja offenbar so etwas wie Empfehlungen zu geben. Macht genau das, geht hin, schnappt euch einen LKW und fahrt über Weihnachtsmärkte. Ganz genau so. Warum Weihnachtsmärkte? Weil das von so hoher Symbolkraft ist, wenn man dann sozusagen ein so zutiefst ja, christliches Symbol ist es ja in Wahrheit nicht, aber nach außen scheint es zumindest so zu sein. Wenn man so ein Symbol trifft? Aus Sicht des Islamischen Staates ist natürlich jeder Anschlag, der eine größere Menschenmenge trifft, ein in Anführungsstrichen Erfolg. Und das gilt natürlich erst recht für Weihnachtsmärkte. Erst recht in der Weihnachtszeit, die ja eigentlich eine Zeit ist der Besinnung, des Nachdenkens, des Friedens. Also das ist dann natürlich aus Sicht von terroristischen Gewalttätern genau der richtige Zeitpunkt. Und in der Tat, es ist so, dass der Islamische Staat und auch andere Terrororganisationen mit islamistischer Couleur Handreichungen im Internet veröffentlichen, um Nachahmungstäter zu motivieren, selber zur Tat zu schreiten. Die Idee dabei ist, wir, der Islamische Staat in Syrien und im Irak, der wir auch gerade militärisch in der Defensive uns befinden, wir können nicht jeden Einzelnen anweisen, dass er nun bitte dieses tun möge oder jenes. Wir stellen das Material, das Hintergrundwissen, das der Attentäter braucht, ins Internet, das Know-how. Mhm. Und dann kann er selber seine Pistole basteln oder kann auf bestimmte Ideen kommen. Und ein Auto einzusetzen, erst recht einen LKW, und diesen als Waffe zu schmieden, das ist natürlich eine besonders, in Anführungsstrichen, erfolgreiche Strategie. Das haben wir in Nizza gesehen im Sommer, jetzt in Berlin natürlich. Und dagegen ist auch kaum ein Kraut gewachsen. Was ist sozusagen der große Plan, der dahinter steckt? Und warum ist Deutschland da so wichtig? Warum kommt Deutschland da ins Visier? Ich glaube, es gibt hier verschiedene Ebenen, die man betrachten muss. Es gibt auf der einen Seite so einen gewissen Hype, sag ich mal, auf der Ebene von islamistisch motivierten Gewalttätern. Wenn ein 12-Jähriger oder ein 14-Jähriger daran geht, einen Anschlag zu planen oder mit einem Messer auf eine andere Person zuzugehen, dann ist der Eindruck naheliegend, dass es hier eher eine psychische Störung, eine soziale Störung gibt, als wirklich jetzt ein religiöses oder ideologisches Motiv, das dann wirklich zum Tragen kommt. Aber natürlich leben wir jetzt in einer Zeit, wo es immer wieder Attentate gibt in verschiedenen Ländern, in Frankreich, Belgien, jetzt in Deutschland, in Türkei, in der Türkei gibt es regelmäßig Anschläge. Mhm. Und das alles motiviert natürlich, ich sag mal, gescheiterte Existenzen, die der Meinung sind, sie
wollen sich möglicherweise mit einem Big Bang aus dieser Welt verabschieden. Es ist sozusagen das Gefühl da, ja, wir können es schaffen. Wir sind vielleicht sonst nicht für das Leben so geeignet, wie unsere Eltern sich das vorgestellt hätten, aber wir haben die Chance, jetzt noch einmal Geschichte zu schreiben, sag ich mal. Und das Gefühl, dass dieses möglich ist, das ist heute da, das war aber vor 10 Jahren nicht da. Und das hat sich natürlich grundsätzlich geändert. Ob es einen Masterplan jetzt gibt, dass der Islamische Staat jetzt gezielt oder andere Terrororganisationen nun bestimmte Pläne haben, die mögen sie haben in ihrem Kopf. Gerade der Islamische Staat ist ja auch sehr heilsgeschichtlich auf der Führungsebene geprägt. Man will den Endkampf suchen mit den Feinden des Glaubens und so weiter. Aber beim Islamischen Staat muss man auch immer ein bisschen unterscheiden, was ist sozusagen die ideologische Propagandaebene und was ist das, was sie wirklich wollen. Denn militärisch, in Anführungsstrichen, und politisch sind sie natürlich vor allem im Nahen Osten beheimatet. Profitieren sie von den zerstörten, gescheiterten Staaten als Ergebnis westlicher Militärintervention? Genau, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, was das alles auch mit uns zu tun hat. Aber trotzdem noch mal die Frage nach dem großen Plan. Anders gefragt, ist, so wie Nicolas Hanin, ein französischer Journalist, der mehrfach hier bei uns in der Sendung war, wies immer wieder darauf hin, war auch in Geiselhaft des IS, übrigens 9 Monate lang, hat dort fürchterliche Dinge erlebt und erzählt, dass das Ganze eigentlich eine große Falle ist und sagt, auch der 11. September in den USA war eine gigantische Falle und wir sind sehenden Auges reingetappt in diese Falle. Das heißt, ist auch das eine Falle und welche Art von Falle? Was wollen die von uns? Ein radikaler Islamist, ein Dschihadist besser gesagt, einer aus dem Umfeld des Islamischen Staates, hat zum Leben ein anderes Verhältnis als wir. Wir schätzen unser Leben, idealerweise wollen wir etwas Sinnvolles damit anstellen, wollen wir auch unserer Umwelt nichts Schlechtes tun. Wenn ich aber ein Dschihadist bin, dann denke ich eher in jenseitigen Kategorien, betrachte das hiesige Dasein eher als Mühsal, als eine Phase des Überganges. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit einer mörderischen Tat, die ich religiös motiviere, in Richtung Paradies zu verabschieden, dann mag das natürlich für einfache Menschen oder für Leute, die eben eine Persönlichkeitsstörung haben, ein attraktives Modell sein. Vergessen wir nicht, dass in vielen Ländern der Region der Bildungsstandard sehr niedrig ist, dass die Leute wenig Ahnung haben von der Welt. Und wenn dann ein Prediger kommt, der überzeugt, argumentiert, okay, dir geht es nicht gut in diesem Leben, aber wenn du den Märtyrertod stirbst... Das kann ich nachvollziehen, aber mich interessiert nicht. Ich glaube, dass man, wenn ich da kurz anknüpfen darf... Ich muss da widersprechen, weil... Also ganz kurz, Elmar, wir kommen gleich zurück nach Mainz, aber erst Herr Lüders, bitte. Ich glaube, man muss darauf achten, dass man vielleicht nicht zu viele Ebenen in die Debatte einbezieht. Ich verstehe Ihr Argument, natürlich hat es insoweit mit Religion zu tun, als ein Bagdadi natürlich sich auf den Islam beruft und natürlich Anführer kann man sagen, des sogenannten IS, Islamischen Staates, dass der natürlich sich da nun im Namen der Religion produziert. Das ist ja völlig klar. Aber nichtsdestotrotz, es wird hier natürlich Religion instrumentalisiert. Ich finde es sehr interessant, wenn man sich den Irrsinn, wenn ich so sagen darf, des Islamischen Staates und seiner Propagandisten, wir haben ja darüber gesprochen, dass, was die für Lösungsfantasien haben und wie sie die Welt erobern wollen, das ist alles das eine. Das gibt es aber nicht nur auf Seiten der Islamisten, das gibt es ja auch im Kontext des Rechtsextremismus. Anders Breivik ist da hier sozusagen der Held der rechtsextremen Szene, wenn man so will. Der Mann, der in Norwegen die jungen Menschen... Ein Einzelner, der 70, über 100 ja, oder 70... Ja, also ich habe die Zahl nicht im Kopf, fürchterlich auf jeden Fall. Also er hat wirklich nicht nur ein Massaker im Ferienlager, sondern er hat noch einen Teil von Oslo quasi in Schutt und Asche gelegt. Also eine unglaubliche Dimension. Aber was ist der Unterschied? Anders Breivik hatte auch seine Fantasien, die hat er auf hunderten von Seiten dargelegt. Der Unterschied ist, keiner ist ihm natürlich gefolgt. Warum? Weil der Kontext nicht gegeben war für seine Ideologie. Weil die meisten Norweger, auch wenn es dort eine starke rechtspopulistische Partei gibt, sind nicht anfällig für Gewalt, wie er sie predigt. Warum? Weil sie nicht arm sind? Weil sie in sozialen Verhältnissen leben, die ihnen eine Perspektive ermöglichen. Also Norweger zu sein, das ist ja nun wirklich also das goldene Los, könnte man fast das, sagen. Das ja? stimmt. Und warum soll ich also als Norweger auf die Idee kommen, um mich herum alles zu zerstören? Wenn ich aber sozusagen im Nahen Osten, im Irak lebe, wenn ich in Syrien lebe, in diesen ganzen zerstörten Ländern, wo ich über Jahrzehnte hinweg Unfreiheit erlebt habe durch korrupte und unfähige Regime, wo ich das Privileg hatte, zu sehen, wie unsere amerikanischen Freunde ganze Strukturen, ganze Staaten zerstört haben, dann habe ich ein Umfeld, wo ich mit wenig Bildung und mit wenig Aufstiegschancen, wo ich Analphabet bin zum Teil und wo ich wenig Möglichkeiten habe, noch nach vorne zu kommen. Aber ich komme aus einem konservativen Milieu, wo die Religion, wo die Tradition eine große Rolle hat. Da ist natürlich dann auf einmal der Islam der Weg, der angeblich der sei, der in die Freiheit führe. Das lässt sich gut instrumentalisieren. Sie haben vollkommen recht. Da kommt er doch genau ins Spiel. Ja, aber Anders Breivik ist auch
Christ, keiner würde auf die Idee kommen. Aber da hat es nicht gefruchtet und hier fruchtet. Insofern spielt diese Religion da noch eine Rolle. Das habe ich ja gerade erklärt, warum es im Falle von Anders Breivik, der ja nun Christ ist, da könnte ich jetzt auch sagen, der hat als Christ agiert, aber er hat natürlich kein Umfeld, in dem er agieren kann, weil das nicht trifft. Die meisten Terroristen kommen nicht aus ärmlichen Verhältnissen. Das sind viele, gerade jetzt, die sehr intelligent sind, die mit dem Internet sind viele aus unserer Mitte, ne? Viele aus unserer Mitte. Die haben studiert, die haben in Saudi-Arabien in einem sehr reichen Land gelebt und auch die haben, aber und sind jetzt auch mit ihrer Gesellschaft nicht einig gewesen. Also die Terroristen aus Frankreich, die in Molenbeek, die haben mit ihren Familien, mit ihren Frauen, mit niemand sind sie klargekommen. Das sind ist ja richtig. Gestörte Persönlichkeiten, aber die überhaupt auch nicht. Es ist mir aber wichtig, ein Aspekt ist mir wirklich wichtig. Natürlich, es gibt eine religiöse Dimension, aber die Frage ist, wie definieren wir diese Begrifflichkeit? Ich meine, es würde doch niemand auf die Idee kommen, ohne jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen. Aber wenn ein George W. Bush sich auf sein Christentum beruft und im Namen dieses Christentums illegitime Kriege führt in anderen Teilen der Welt, dann würde niemand das Christentum dafür haftbar machen. Man würde bestenfalls, wenn überhaupt, George W. Bush dafür verantwortlich machen und sein politisches Umfeld. Aber wir neigen dazu, wenn irgendein, Entschuldigung, wenn ich das mal plakativ formuliere, wenn irgendein verbrecherischer Spinner hier in Deutschland oder anderswo eine kriminelle Handlung, die verabscheuungswürdig ist, begeht, neigen wir dazu, unter der Bezugnahme auf die Religion, in diesem Fall des Islam, das erklären zu wollen. Natürlich kann man das nicht. Also, was es haben. Aber Herr Schwenninger, es gibt einen Aspekt, den man in diesem Zusammenhang auch benennen muss. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, die Entwicklung des radikalen Dschihad-Islam in den letzten 15 Jahren, ist es sicherlich nicht falsch zu behaupten, dass es zum Zeitpunkt des 11. September 2001 im Umfeld von Osama bin Laden vielleicht einige hundert dschihadistische Terroristen gegeben hat und einige tausend Sympathisanten, die bereit waren, so etwas zu tun, wie es am 11. September geschehen ist, 2001. Von der gesamten Region? Von der gesamten islamistischen, dschihadistischen, terroristischen Ideologie. Das war eigentlich in Wahrheit nichts. Das war im Grunde genommen nichts. Ich rede von der weltweiten Verbreitung dieses radikalen Dschihadismus. Einige hundert Aktivisten, ein paar tausend Sympathisanten. Heute, 15 Jahre später, haben wir zehntausende Aktivisten, zehntausende Kämpfer des radikalen Islamismus und wir haben hunderttausende Sympathisanten. Woher kommt das? Was seiner These übrigens nicht widerspricht, dem, was er gerade gesagt hat. Ja, aber die Frage woher ist, kommt doch, woher das? Genau. Kommt woher das? Kommt und das? Die Antwort liegt nicht in der Religion, Herr Schwenicke. Die Antwort liegt darin, dass in diesen 15 Jahren verschiedene Kriege stattgefunden haben, dass ein Land nach dem anderen in der Region zerstört worden ist. Erst Afghanistan, dann Irak, dann Libyen, also sind wir Syrien. Natürlich sind wir ganz erheblich daran schuld, durch diese Kriege, die nicht wir, aber namentlich die Amerikaner unter George W. Bush geführt haben und unter seinem Nachfolger wurde das dann eingedämmt. Aber nichtsdestotrotz, ich kann nicht als westliche Ordnungsmacht ein Land nach dem anderen zerstören, Millionen Menschen die Zukunft nehmen, ganze Staaten zerlegen in jeder Hinsicht. Wir können das ja auch ergänzen. Wir können ja auch sagen, auch als östliche Ordnungsmacht mit Blick zum Beispiel auf das, was Moskau natürlich gerade macht, was gerade in Syrien passiert. Selbstverständlich. Wo du wiederum siehst, wie katastrophal es ist, wenn wir nicht intervenieren, ja, wenn das ist keiner aber was macht. Das ist ganz aber wiederum anderes eine andere Geschichte. Andere Das ist aber eine andere Sendung. Aber die Auswirkungen sind katastrophal. Die Auswirkungen sind katastrophal, aber die Grundidee, durch militärische Intervention politische Ordnung schaffen zu wollen in den Ländern der islamischen Welt, hat ein Desaster produziert, dass wir nicht zuletzt durch diesen Terroranschlag in Berlin gewissermaßen als Spiegelbild vorgeführt bekommen. Es war ein fataler Fehler der Amerikaner, diese Zerstörung anzurichten. Und wir in Europa zahlen dafür paradoxerweise den Preis. Die Amerikaner sind geschützt durch den Atlantik. Aber wir haben jetzt sozusagen durch diese ganzen Kriege die Reaktion auszutragen. Der Schutz war bei 9/11 jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Also, es ändert aber doch nichts daran, dass es einen enormen Boom dieses Dschihad-Islam gegeben hat. Und wenn man den erklären will, dann kommt man mit Fragen der Religion nicht wirklich weiter, sondern muss nach den politischen und gesellschaftlichen Ursachen fragen. Das erscheint mir wesentlich. Wir haben die Chance, jetzt noch einmal Geschichte zu schreiben, sag ich mal. Und das Gefühl, dass dieses möglich ist, das ist heute da. Das war aber vor 10 Jahren nicht da. Und das hat sich natürlich grundsätzlich geändert. Ob es einen Masterplan jetzt gibt, dass der Islamische Staat jetzt gezielt oder andere Terrororganisationen nun bestimmte Pläne haben, die mögen sie haben in ihrem Kopf. Gerade der Islamische Staat ist ja auch sehr heilsgeschichtlich auf der Führungsebene geprägt. Man will den Endkampf suchen mit den Feinden des Glaubens und so weiter. Aber beim Islamischen Staat muss man auch immer ein bisschen unterscheiden, was ist sozusagen die ideologische Propagandaebene und was ist das, was sie wirklich wollen. Denn militärisch, in Anführungsstrichen, und politisch sind sie natürlich vor allem im Nahen Osten beheimatet, profitieren sie von
von den zerstörten, gescheiterten Staaten als Ergebnis westlicher Militärintervention. Genau, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, was das alles auch mit uns zu tun hat. Aber trotzdem noch mal die Frage nach dem großen Plan. Anders gefragt, ist, so wie Nicolas Hanin, ein französischer Journalist, der mehrfach hier bei uns in der Sendung war, wies immer wieder darauf hin, war auch in Geiselhaft des IS, übrigens 9 Monate lang, hat dort fürchterliche Dinge erlebt und erzählt, dass das Ganze eigentlich eine große Falle ist und sagt, auch der 11. September in den USA war eine gigantische Falle und wir sind sehenden Auges reingetappt in diese Falle. Das heißt, ist auch das eine Falle und welche Art von Falle? Was wollen die von uns? Ein radikaler Islamist, ein Dschihadist besser gesagt, einer aus dem Umfeld des Islamischen Staates, hat zum Leben ein anderes Verhältnis als wir. Wir schätzen unser Leben, idealerweise wollen wir etwas Sinnvolles damit anstellen, wollen wir auch unserer Umwelt nichts Schlechtes tun. Wenn ich aber ein Dschihadist bin, dann denke ich eher in jenseitigen Kategorien, betrachte das hiesige Dasein eher als Mühsal, als eine Phase des Überganges. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit einer mörderischen Tat, die ich religiös motiviere, in Richtung Paradies zu verabschieden, dann mag das natürlich für einfache Menschen oder für Leute, die eben eine Persönlichkeitsstörung haben, ein attraktives Modell sein. Vergessen wir nicht, dass in vielen Ländern der Region der Bildungsstandard sehr niedrig ist, dass die Leute wenig Ahnung haben von der Welt. Und wenn dann ein Prediger kommt, der überzeugend argumentiert, okay, dir geht es nicht gut in diesem Leben, aber wenn du den Märtyrertod stirbst... Das kann ich nachvollziehen, aber mich interessiert nicht. Ich glaube, dass man, wenn ich da kurz anknüpfen darf... Ich muss da widersprechen, weil... Also ganz kurz, Elmar, wir kommen gleich zurück nach Mainz, aber erst Herr Lüders, bitte. Ich glaube, man muss darauf achten, dass man vielleicht nicht zu viele Ebenen in die Debatte einbezieht. Ich verstehe Ihr Argument, natürlich hat es insoweit mit Religion zu tun, als ein Bagdadi natürlich sich auf den Islam beruft und natürlich Anführer kann man sagen, des sogenannten des Islamischen IS, ne, Staates, genau, dass der natürlich sich da nun im Namen der Religion produziert. Das ist ja völlig klar. Aber nichtsdestotrotz, es wird hier natürlich Religion instrumentalisiert. Mhm. Ich finde es sehr interessant, wenn man sich den Irrsinn, wenn ich so sagen darf, des Islamischen Staates und seiner Propagandisten, wir haben ja darüber gesprochen, dass, was die für Lösungsfantasien haben und wie sie die Welt erobern wollen. Das ist alles das eine. Das gibt es aber nicht nur auf Seiten der Islamisten. Mhm. Das gibt es ja auch im Kontext. Es gibt auf der einen Seite so einen gewissen Hype, sag ich mal, auf der Ebene von islamistisch motivierten Gewalttätern, wenn ein 12-Jähriger oder ein 14-Jähriger daran geht, einen Anschlag zu planen oder mit einem Messer auf eine andere Person zuzugehen, dann ist der Eindruck naheliegend, dass es hier eher eine psychische Störung, eine soziale Störung gibt, als wirklich jetzt ein religiöses oder ideologisches Motiv, das dann wirklich zum Tragen kommt. Aber natürlich leben wir jetzt in einer Zeit, wo es immer wieder Attentate gibt in verschiedenen Ländern, in Frankreich, Belgien, jetzt in Deutschland, in Türkei, in der Türkei gibt es regelmäßig Anschläge. Und das alles motiviert natürlich, ich sag mal, gescheiterte Existenzen, die der Meinung sind, sie wollen sich möglicherweise mit einem Big Bang aus dieser Welt verabschieden. Es ist sozusagen das Gefühl da, ja, wir können es schaffen. Wir sind vielleicht sonst nicht für das Leben so geeignet, wie unsere Eltern sich das vorgestellt hätten. Aber wir haben die Chance, jetzt noch einmal Geschichte zu schreiben, sag ich mal. Und das Gefühl, dass dieses möglich ist, das ist heute da. Das war aber vor 10 Jahren nicht da. Und das hat sich natürlich grundsätzlich geändert. Ob es einen Masterplan jetzt gibt, dass der Islamische Staat jetzt gezielt oder andere Terrororganisationen nun bestimmte Pläne haben, die mögen sie haben in ihrem Kopf. Gerade der Islamische Staat ist ja auch sehr heilsgeschichtlich auf der Führungsebene geprägt. Man will den Endkampf suchen mit den Feinden des Glaubens und so weiter. Aber beim Islamischen Staat muss man auch immer ein bisschen unterscheiden, was ist sozusagen die ideologische Propagandaebene und was ist das, was sie wirklich wollen. Denn militärisch, in Anführungsstrichen, und politisch sind sie natürlich vor allem im Nahen Osten beheimatet, profitieren sie von den zerstörten, gescheiterten Staaten als Ergebnis westlicher Militärintervention. Genau, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, was das alles auch mit uns zu tun hat. Aber trotzdem noch mal die Frage nach dem großen Plan. Anders gefragt, ist so wie Nicolas Hanin, ein französischer Journalist, der mehrfach hier bei uns in der Sendung war, wies immer wieder darauf hin, war auch in Geiselhaft des IS, übrigens 9 Monate lang, hat dort fürchterliche Dinge erlebt und erzählt, dass das Ganze eigentlich eine große Falle ist und sagt, auch der 11. September in den USA war eine gigantische Falle und wir sind sehenden Auges reingetappt in diese Falle. Das heißt, ist auch das eine Falle und welche Art von Falle? Was wollen die von uns? Ein radikaler Islamist, ein Dschihadist besser gesagt, einer aus dem Umfeld des Islamischen Staates, hat zum Leben ein anderes Verhältnis als wir. Wir schätzen unser Leben, idealerweise wollen wir etwas Sinnvolles damit anstellen, wollen wir auch unserer Umwelt nichts Schlechtes tun. Wenn ich aber ein Dschihadist bin, dann denke ich eher in jenseitigen Kategorien, betrachte das hiesige Dasein eher als Mühsal, als eine Phase des Überganges. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit einer mörderischen Tat, die ich religiös motiviere, in Richtung Paradies zu verabschieden, dann mag das
das natürlich für einfache Menschen oder für Leute, die eben eine Persönlichkeitsstörung haben, ein attraktives Modell sein. Vergessen wir nicht, dass in vielen Ländern der Region der Bildungsstandard sehr niedrig ist, dass die Leute wenig Ahnung haben von der Welt. Und wenn dann ein Prediger kommt, der überzeugend argumentiert, okay, dir geht es nicht gut in diesem Leben, aber wenn du den Märtyrertod stirbst... Das kann ich nachvollziehen, aber mich interessiert nicht. Klar. Aber nichtsdestotrotz, es wird hier natürlich Religion instrumentalisiert. Mhm. Ich finde es sehr interessant, wenn man sich den Irrsinn, wenn ich so sagen darf, des Islamischen Staates und seiner Propagandisten, wir haben ja darüber gesprochen, dass, was die für Lösungsfantasien haben und wie sie die Welt erobern wollen, das ist alles das eine. Das gibt es aber nicht nur auf Seiten der Islamisten, das gibt es ja auch im Kontext des Rechtsextremismus. Anders Breivik ist da hier sozusagen der Held der rechtsextremen Szene, wenn man so will, der Mann, der in Norwegen die jungen Menschen, ein Einzelner, der über 100 oder 70 Jahre, also ich habe die Zahl nicht im Kopf, fürchterlich auf jeden Fall. Also er hat wirklich nicht nur ein Massaker im Ferienlager, sondern er hat noch einen Teil von Oslo quasi in Schutt und Asche gelegt. Also eine unglaubliche Dimension. Aber was ist der Unterschied? Anders Breivik hatte auch seine Fantasien, die hat er auf hunderten von Seiten dargelegt. Der Unterschied ist, keiner ist ihm natürlich gefolgt. Warum? Weil der Kontext nicht gegeben war für seine Ideologie. Weil die meisten Norweger, auch wenn es dort eine starke rechtspopulistische Partei gibt, sind nicht anfällig für Gewalt, wie er sie predigt. Warum? Weil sie nicht arm sind? Weil sie in sozialen Verhältnissen leben, die ihnen eine Perspektive ermöglichen. Mhm. Also Norweger zu sein, das ist ja nun wirklich also das goldene Los, könnte man fast sagen. Das stimmt. Und warum soll ich also als Norweger auf die Idee kommen, um mich herum alles zu zerstören? Wenn ich aber sozusagen im Nahen Osten, im Irak lebe, wenn ich in Syrien lebe, in diesen ganzen zerstörten Ländern, wo ich über Jahrzehnte hinweg Unfreiheit erlebt habe durch korrupte und unfähige Regime, wo ich das Privileg hatte, zu sehen, wie unsere amerikanischen Freunde ganze Strukturen, ganze Staaten zerstört haben, dann habe ich ein Umfeld, wo ich mit wenig Bildung und mit wenig Aufstiegschancen, wo ich Analphabet bin zum Teil und wo ich wenig Möglichkeiten habe, noch nach vorne zu kommen. Aber ich komme aus einem konservativen Milieu, wo die Religion, wo die Tradition eine große Rolle hat. Da ist natürlich dann auf einmal der Islam der Weg, der angeblich der sei, der in die Freiheit führe. Das lässt sich gut instrumentalisieren. Sie haben vollkommen recht. Da kommt er doch genau ins Spiel. Ja, aber haben Sie doch jetzt selber genauso aber Anders Breivik ist auch Christ. Keiner da würde auf die Idee kommen. Und hier fruchtet es. Insofern spielt diese Religion das habe ich ja gerade erklärt, warum es im Falle von Anders Breivik, der ja nun Christ ist, da könnte ich jetzt auch sagen, der hat als Christ agiert, aber er hat natürlich kein Umfeld, in dem er agieren kann, weil das nicht trifft. Die meisten Terroristen kommen nicht aus ärmlichen Verhältnissen. Das sind viele, gerade jetzt, die sehr intelligent sind, die mit dem Internet sind viele aus unserer Mitte, ne? Viele aus unserer Mitte. Studiert, die haben in Saudi-Arabien in einem sehr reichen Land gelebt und auch die haben aber und sind jetzt auch mit ihrer Gesellschaft nicht einig gewesen. Also die Terroristen aus Frankreich oder die in Molenbeek, die haben mit ihren Familien, mit ihren Frauen, mit niemand sind sie klargekommen. Das sind ist ja richtig. Gestörte Persönlichkeiten, aber die überhaupt auch nicht. Es ist mir aber wichtig, ein Aspekt ist mir wirklich wichtig. Natürlich, es gibt eine religiöse Dimension, aber die Frage ist, wie definieren wir diese Begrifflichkeit? Ich meine, es würde doch niemand auf die Idee kommen, ohne jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen zu wollen. Aber wenn ein George W. Bush sich auf sein Christentum beruft und im Namen dieses Christentums illegitimiert,